Ja, schönen guten Tag aus Dürnstein, wo wir uns beim Symposium Dürnstein alle versammelt haben, die sich über Demokratie informieren wollen, die Demokratie gestalten wollen. Und ich stehe hier mit der Kuratorin Ursula Barz, auch eine bekannte Beitragstäterin in der Furche. Sie hat auch die erste Einleitungsgeschichte für das neue Cover geschrieben. Und Ursula, du hast dieses Symposium in Dürnstein organisiert. Ist die Demokratie in Gefahr? Sie ist dann in Gefahr, wenn man glaubt, man muss nichts tun dafür, und man glaubt, man kann sich zurücklehnen und warten, was passiert. Demokratie ist ein Prozess, und als Prozess lebt dieses Demokratieprojekt davon, dass die Bürgerinnen und Bürger auch sich beteiligen, weil das ist ja der Sinn von Demokratie. Und gibt es da Ansätze, die ein bisschen in eine Zukunft weisen, wo man sagen kann, so kann sich auch der Staat selbst neu definieren? Ich denke ja. Ich meine, es gibt eine Menge von verschiedenen Projekten, Soziokratie, systemisch konsensieren, das Beispiel des Schweiz mit direkter Demokratie. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten, Partizipationsprozesse zu stärken. Ich könnte jetzt noch eine weitere Liste sogar aufzählen. Aber das eigentliche Problem ist, es braucht dazu politischen Willen. Was nicht geht, ist, wenn zum Beispiel irgendeine Institution sagt, jetzt machen wir Bürgerbeteiligung, und das passt dann dieser Institution nicht oder das passt der Wirtschaft nicht, und dann stampft man die Bürgerbeteiligung wieder ein, weil es nicht dem Plan entspricht. Das geht nicht. Also ich glaube, da muss sich die Politik, jetzt im Sinne von der institutionellen Politik, der gewählten Volksvertreter, die müssen sich schon darüber im Klaren sein, dass sie für das Volk gewählt sind und nicht für Teilbereiche, für Teilinstitutionen, wie zum Beispiel die Wirtschaft eine Teilinstitution ist. Viele Vorschläge, die auf diesem Symposium Dürnstein besprochen werden, finden Sie bereits hier drinnen in der neuen Ausgabe der Furche. Viel Spaß beim Lesen wünschen wir. Genau.